Hallo, wir befinden uns in einer neuen Aufnahme. Und ja, zuallererst, die Folge wird was später kommen wahrscheinlich. Nicht, dass ich zu spät aufnehme, aber die würde halt heute 16 Uhr kommen. Wir haben jetzt anderthalb Stunden davor. Aber YouTube lädt momentan, ich weiß nicht, ob es an YouTube liegt oder an unserem Internet generell. Die Folgen brauchen unglaublich lange, bis YouTube die oben hat. Und dann fast manchmal nur dieselbe Zeit, nur ein bisschen weniger zum Verarbeiten. Also ist momentan so, ja, eigentlich sind beide schuld. Also sowohl YouTube als auch der Internetanbieter wahrscheinlich. Ja. Ach, jetzt kann ich hier hoch. Ist das so eine gute Idee? Ja. Let's try, ne? Was? Okay, ich muss an denen vorbei, ohne dass die mich sehen. Oder wie? Wie soll ich denn das machen? Ja, genau das habe ich nämlich erwartet. Oh Gott, ja. Shit. Kriege ich die da irgendwie frei? Oder muss ich einfach an der vorbei und auf die scheißen? Aber retten würde ich die schon ganz gerne. Ach, ja. Ich glaube, ich muss auf die ein bisschen scheißen. Hä, ich bin da gerade eben an dem vorbeigekommen, ohne Probleme. Willst du mich jetzt natzen? Ich mach da eigentlich halt nichts anderes. Interessant, dass ich hier safe bin. Okay, ich kann der Frau nicht helfen. Ich habe versucht, ich habe mich jetzt davor gestellt, versucht, da was zu drücken. Es geht nicht. Also halten die beiden Jungs sich da anscheinend raus. Und hier komme ich auch nicht weiter. Was? Was soll das denn? Ich verstehe es nicht. Ich kann ihr nicht helfen, ich komme nicht durchs Tor. Hä? Ich krieg das noch nicht so ganz. Okay, hier muss ich irgendwas machen, auf jeden Fall. Was zur Hölle? Weil die beiden schieben hier auch nicht. Das heißt, das ist schon mal falsch. Das heißt, ich bin hier generell falsch. Oder wie? Oder war da hinten noch was? Weil darunter komme ich ja auch nicht. Kamera für manchmal. Nee. Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Weil ich kann. Ah, warte mal. Ah, warte mal. Ich glaube, ich komme langsam drauf. Genau. Okay. Und das hilft jetzt wie? Schau mal. Wie das hilft. Du musst mal ganz angenehm nur einstellen zu müssen. Ach so. Doch, sie greifen mich immer noch an. Menno! War ich ja fast so gut wie, als hätte ich nicht geschlafen. Ach so. Okay, ich muss bei beiden doch was drücken.
Okay. Und dann greifen die mich nicht an oder dann greifen die mich immer noch an? Die würden mich immer noch töten, wenn ich zu nahe kommen würde, wahrscheinlich. Jetzt können wir sie befreien. Ja, dass das denen nicht gefällt, war ja klar irgendwie, ne? Huch, kurzer Leck. Voller Blut war ich eigentlich nicht mehr, aber ist fein. Jetzt noch ein bisschen zu lange dafür gebraucht. Intelligent war es nicht. Aber hey, ich war noch nie so ein Smart Guy. Ich brauche manchmal ein bisschen länger als andere, das gebe ich zu. Ein Boot. Wir sind ja schon geflogen. Da können wir jetzt auch ein Boot benutzen, würde ich mal behaupten. Lass mich raten. Ah ne, über die Eisschollen kommen wir trotzdem. Okay. Und die liegt da wie so eine Pascha. Okay, jetzt nicht mehr. Ich und so Sachen steuern in solchen Games, ne? Das ist immer so... Sache für sich. Oh, dieses ganze Blut da. Aber wunderschöne Gegend. Erinnert mich persönlich jetzt ein bisschen an Eastshade, weil von Eastshade die Eisregion fand ich ja auch so schön. Weil die war ja auch unglaublich hübsch und wunderschön. Und was ist das da im Wasser? Das sehen wir ja jetzt. Das sah aus wie so ein Orca-Wal. So ein bisschen. Frage ist halt, greift der an, wenn wir zu nah sind oder nicht? Auf jeden Fall kommt er gefährlich nah. Muss ich hier eigentlich raus oder musste ich da zu der komischen Festung, die wir leider nicht gesehen haben, weil steuerungstechnisch könnte ich mich umgucken können mit der Kamera. Auch das nicht. Da müssen wir anscheinend auch nicht zu dieser Festung. Sondern anscheinend ins offene Meer. Oh. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Ganz schön frech. Ach, gibt's mehrere von denen. Okay, die sind ganz schön frech. Vor allem der da hat mir jetzt ist mir jetzt genau hinterher geschwommen. Naja, mal schauen, wo wir uns jetzt befinden. Oder?
Wie genau muss ich denn für die Dame einparken? Ach, das war okay. Oh. Strong Woman. Ich glaube, so ein Boot ist nicht gerade easy zu ziehen oder zu schieben, vor allem wenn da zwei Leute noch drin sitzen. Really? Ja gut, dass man auf dem Eis rutscht, ist ja irgendwo klar, ne? Aber interessant, dass die Eisscholle sich für uns bewegt hat. Dass wir einen langen Weg nehmen mussten. Aber für sie war das vollkommen fein, dass sie einen kurzen Weg nehmen konnte. Ist ja klar. So, der große Bruder wartet mal ein bisschen auf den kleinen. Oh, die arme Schildkröte. Können wir dir helfen? Oh, ich glaube, die Mama sucht ihr Kleines. Ja, warte mal. Hoch. Ja, ist er doch nicht wirklich smart. Nee, kannst du helfen? Ach so, ich kann. Nee. Auf dem Kopf zu kratzen und mach mal irgendwas mit der Schildkröte hier. Oder kannst du das nicht? Hä? Aha. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, die müssen. Oh Gott. Da runter. Ja, das war Nummer 1. Mutti. Nummer 2 kommt jetzt. Oh Gott. Und Nummer 3 hängt da oben noch fest, oder was? Tatsächlich. Ah, ich glaube, der Kleine kann die anschubsen wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Dann tragen wir die nicht können. Ja. Der kleine Mann kann die nur anschubsen. Der große muss die ziehen. Der kleine könnte eigentlich helfen, indem er drückt, aber sobald ich mit dem in die Nähe komme, macht er halt nur seinen random Stuff hier am Kopf kratzen, sich umgucken, etc. pp. Daher. So. Hast du alle deine drei Babys wieder? Bitteschön. Hoffe mal, dass du deinen Kindern beibringst, dass sie das nicht mehr machen. Weil jetzt mal vorbeilaufen und die retten, habe ich auch nicht so viel Nährwert. Ich sehe jetzt schon, dass wir da springen müssen und frage mich, wie die Frau das macht. Oder macht die jetzt vor, dass sie da jetzt hochspringt. Ah, die ist einfach weg. Hm. Seems legit. Dass die jetzt einfach da hoch ist. Von den. Wohnt die hier irgendwo? Und wenn die aber rum und. Ah, nee. Die wohnen zwar hier, ja. Dimabu Malia. Dimabu Malia. Sollte ja keine. Weißt du, bist auf Überlebensreise. Was macht er? Erstmal der jungen Dame hier. Komplimente. Kriege ich denn den Baum darüber? Ich kann ihn hier auch noch hoch. Da. Okay. Ach, da war die Säge. Ich hab's gesehen. Aber ich möchte mir jetzt gerade noch angucken hier. Aber hier kann man es wieder hinsetzen. Dann gucken wir einfach noch runter aufs Wasser, wo die
Orca aber alle sind. Und anscheinend ist da diese Festung eigentlich eine Stadt, wo die junge Dame herkommt. Anscheinend. Ich muss so einen unteren, den Baum da hinten, aber ich kann die Säge nicht da rausziehen. Also muss ich erstmal den Baum sägen jetzt. Ja. Nice one. Dass die einfach nicht da rausziehen konnten, sondern erstmal den Baum absägen mussten. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Die einfach rauszuziehen. Gaia? Ja. Una? Ja. Was macht eigentlich der Kleine, wenn der mit dir spricht? Otai. Warte mal kurz, großer Bruder. Gaia? Ja. Ja, ganz schön frech, dass sie mit ihm schimpft. Ich mag die Olle nicht. Die beiden haben sie gerettet und mit dem Großen flirtet sie und mit dem Kleinen schickt sie weg. Was ist denn dafür eine komische? Soll der große Bruder eher bei seinem kleinen Bruder halten? Sehe ich mehr Nährwert drin. Die ist ganz schön fix, du. Hat sich trotzdem mit diesen komischen Zwergen einfangen lassen. So. Jetzt hier über die Brücke, dann sind wir anscheinend schon relativ nah an der Stadt dran. Jetzt brauchst du nicht auf mich warten, ich komme auf jeden Fall nach. Okay. Die haben anscheinend die Stadt angegriffen. Wow. Aber auch die von der Stadt sind anscheinend vereist. Es kommt mir die junge Frau Donner so nett vor. Gaia? Hm. What? Otai! Gaia? Ist bestimmt mit hier oben, mit irgendwas mit hier oben, oder? Oh, lass mich raten. Fast schon gedacht. Und jetzt töten wir die ganzen Menschen. Eieiei. Ja, wenn das gut geht, ne? Ach, zwei müssen rüber. Kannst du den ziehen? Nein. Er ist derjenige, der rüber muss. Da der es auch überleben ist, natürlich, ne? Ist klar. So. Ist der Kleine hier oben? What? Das Ding ist vor allem gar unsichtbar. Ja, sicher. Na dann. Okay, der große Bruder muss rüber. Dann komm mal her, mein Freund.
Und dann muss ich gegen halt unsichtbare Monster kämpfen, oder was? Ob das so intelligent ist, weiß ich jetzt nicht. Alter, was ist denn das für eine Alte? Ist die Catwoman? Lass die Matte auf. Okay. Gut, das ist relativ schnell verstanden, aber ich von mir will. Geh weiter, meine Finger auf die Tastatur tun echt weh. Okay. Ob das so gut ist, mit diesem Monster hier rumzulatschen? Ich weiß ja nicht. Was ist die denn so strong, die Alte? Super strong, super speed, super jump. Sieht schon schön aus hier. Das definitiv, ja. Ich hab's schon erwartet, als ich die Viecher gesehen habe. Oh oh. Rennt der jetzt einmal im Kreis oder was? Nee. Anscheinend weg. Ja, Mama, langsam. Ich habe keine Lust, von so einem Monster gefressen zu werden. Nur um dir zu helfen, wo du ja anscheinend so dankbar gewesen bist und dem kleinen Jungen schimpfst. Also wirklich. Ah. Das Monster hatten wir anscheinend gesehen. Eieiei. Oh, wirklich. Das ist mir leider nicht so schnell wie die Alte, wa? Gott sei Dank ist diese Mauer, die Mauer. Die Brücke hier brüchig. Ich bin der Meinung des Kleinen. Komische Alte.